Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, endlich kann ich euch die Rezension zu Patem, wie die Liebe so kalt von Stefanie Neb aufnehmen. Oh, ihr Lieben, mit diesem Buch habe ich mich tatsächlich etwas schwer getan, weil es gerade am Anfang sehr viele Personen sind, die man kennenlernt und deswegen lag es recht lange auf meinem Sub. Zudem ist es tatsächlich auch zu einer Zeit bei mir angekommen, wo ich umgezogen bin. Ihr wisst es alle. Es hat eine Weile gedauert, ich musste mich erstmal einleben und ich kam einfach kaum zum Lesen. Und deswegen leider erst jetzt die Rezension zu diesem Buch. Und ich muss sagen, das Buch hat mir eigentlich recht gut gefallen. In diesem Buch geht es, wie der Titel schon sagt, um den oder die oder das Patem. Ehrlich gesagt weiß man nach dem ersten Teil irgendwie immer noch nicht so genau, was der Patem überhaupt ist. Das ist eine sehr, sehr mystische Sache, um die sich eine Organisation gesponnen hat. Und aus dieser Organisation lernen wir Jael und Crystal kennen. Also wir haben in diesem Buch vier Hauptfiguren, vier Protagonisten und zwei davon sind eben Jael und Crystal. Die beiden gehören eben dieser Organisation um den Patem an und können Menschen entleeren. Das heißt, sie können ihnen ihre Gefühle nehmen, ihre Liebe nehmen und das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Sache. Deswegen sind sie einem auch von Anfang an nicht unbedingt sympathisch. Und die beiden kommen jetzt auf die Schule unserer anderen beiden Protagonisten, nämlich Felix und Xenia. Felix und Xenia sind beste Freunde und plötzlich ist da eben diese neue Gruppe von jungen Leuten in der Schule, sind natürlich total interessant. Felix scheint sich sehr für Crystal zu interessieren und Xenia für Jael. Und da kommt das Ganze ins Laufen, denn Xenia scheint auch bestimmte Fähigkeiten zu haben, nur weiß sie nichts davon. Und Jael merkt es beim ersten Zusammentreffen natürlich sofort, versucht jetzt herauszufinden, ja, ob sie irgendwas damit zu tun hat, ob sie vielleicht von dem Patem weiß oder nicht. Und dadurch kommt es eben zu so einigen Verwicklungen. Ja, das ist nun mal ganz, ganz grob zusammengefasst eben der grobe Plot. Mehr möchte ich auch eigentlich zum Inhalt nicht sagen, weil ich euch natürlich auch nicht spoilern möchte. Aber wir kommen erstmal zu den Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und zwar war das die Spannung. Ich finde, die Spannung wurde in diesem Buch wirklich aufrechterhalten. Und zwar von vorne bis hinten. Es ist ziemlich cool gemacht, sehr mystisch, weil man ja eben wirklich die ganze Zeit versucht herauszufinden, was ist denn dieser Patem, was steckt hinter dieser Organisation, was wollen die und welchen Befehlen folgt Jael, wieso, weshalb, warum, was hat Crystal damit zu tun, wie hängt das alles zusammen. Und zwischendrin haben wir eben Xenia und Felix, die von allem keine Ahnung haben, eigentlich normale Schüler sind, die da jetzt irgendwie mit reingezogen werden und immer mal wieder merken, dass da nicht alles so koscher ist und nicht so wirklich ist, wie es zu sein scheint. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil es sehr mysteriös ist und auch für den Leser bleibt sehr, sehr viel verborgen. Und da kommen wir jetzt zu dem negativen Punkt, den ich kritisch an dem Buch sehe. Und zwar ist das, dass wir keine Informationen kriegen. Wirklich gar nicht. Es ist halt wirklich so. Man weiß nach diesem Buch nicht, was der Patem ist, was der Patem will, was diese Organisation damit bezweckt. Ne? Keine Ahnung. Das Problem ist an der Sache, ich glaube, dass es eine Dilogie ist. Ich bin mir nicht sicher, Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube aber, es werden nur zwei Teile. Der zweite Teil kommt Anfang nächsten Jahres, soweit ich weiß, im Januar. Und das Problem an der Sache ist halt jetzt, dieses Buch hat 470 Seiten. Und als Leser erfährt man eigentlich so gut wie nichts. Wir erfahren, was Jael macht. Wir erfahren, was er und seine Freunde eben machen, die zusammenarbeiten, um Leute zu entleeren. Wir erfahren etwas über Xenia und wir bekommen halt mit, wie diese vier sich im Besonderen kennenlernen und natürlich, was die Personen außenrum noch alles so mit ihnen zu tun haben. Ja? Das ist natürlich eine sehr schöne Beziehungsdarstellung, auch sehr authentisch, finde ich, weil Jael und Xenia bandeln hier an. Sie werden aber in diesem Buch noch an keiner Stelle zu einem Liebespaar. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr authentische Darstellung von einer sich annähernden Beziehung, die es vielleicht mal sein könnte, wenn aber dann erst in Band 2. Und die ganze Zeit fragt man sich aber als Leser, was ist denn der Patem eigentlich? Und ich habe so das Gefühl, dass man eigentlich dahingehend
gar keine Infos bekommt. Wir bekommen irgendwann so ein paar Hinweise darauf, warum denn Crystal, Felix und die anderen, die mit ihnen arbeiten, denn was überhaupt die Motivation dahinter ist, warum sie da mitmachen. Da bekommt man so einen Wink in eine Richtung, woran es liegen könnte. Aber was diese Organisation überhaupt ist, warum die besteht und was die wollen, kein Plan. Kein Plan, Leute, ich weiß es absolut nach dem Lesen dieses Buches nicht. Und ich finde das halt schwierig, wenn man zwei Teile hat, wo dann irgendwie die geballte Information komplett sich in Teil 2 befindet. Oder befinden muss. Denn ansonsten stehen wir, ne, man muss ja in irgendeiner Form schon herausfinden, was will diese Organisation eigentlich. Und ich gehe davon aus, dass diese Organisation nicht das hält, was sie Jael und seinen Mitläufern da ja, gesagt hat, was sie bekommen, wenn sie das tun, was sie tun, sondern dass da irgendwas Böses dahinter steckt. Aber ich habe keine Ahnung was, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass nicht wenigstens mal so ein kleiner Hinweis sich schon in Teil 1 befunden hat, weil wir haben hier tatsächlich 470 Seiten, wo wir geschildert bekommen, was macht Jael, was macht Crystal, was machen die beiden anderen, die da dabei sind. Irgendwann bekommen wir auch mal Hinweise, warum sie das Ganze tun und dann bekommen wir halt eben das gezeigt, ne? Wie sie das tun, was sie tun, ne? Wie sie arbeiten und wie sie halt die Mädels und Jungs in der Schule kennenlernen. Das war's. Mehr Informationen bekommen wir in Band 1 nicht, was natürlich sehr schwierig ist bei einem 470-Seiten-Buch. Das Buch ist ja so dick und das, obwohl es uns kaum Informationen liefert. Und das finde ich halt sehr schade, weil diese ganzen Hinweise, was Jael und seine Leute halt machen, sind halt immer mal so ganz wenige und wir bekommen im ganzen Buch dann halt nur gezeigt, wie das abläuft, was sie tun. Ja, und das war's. Das heißt, man erfährt über die Organisation eigentlich so gut wie nichts. Und dafür ist mir das Buch einfach zu dick, muss ich ehrlicherweise gestehen. Trotzdem bin ich sehr zwiegespalten, weil ich es trotz allem spannend fand. Es war an keiner Stelle so, dass ich es langweilig fand und das, obwohl ja eigentlich nicht wirklich viel Neues passiert ist. Passierte ständig dasselbe. Man hat so irgendwann mitbekommen, so, ah, okay, so funktioniert das, so machen die das. Ne? Näher möchte ich darauf nicht eingehen. Und Xenia findet ab und zu was raus, ne? Das hat man rausgefunden. Es war aber an keiner Stelle langweilig. Und das ist natürlich ein Pluspunkt, wenn die Autorin auf 470 Seiten kaum Infos zu dieser Organisation beisteuert, der Leser aber trotzdem weiterlesen möchte. Es ist natürlich, man sitzt dann am Ende des Buches da und denkt sich so, ich hätte irgendwie ein bisschen mehr Info haben wollen. Ich hätte gerne mehr Substanz einfach. Ich gehe davon aus, dass es jetzt, wie gesagt, geballt in Band 2 drin sein wird. Es sei denn, das Ganze wird ein Dreiteiler, dann wird es noch mehr gezogen, was ich aber ein bisschen schwierig finde. Also, ich bin sehr, sehr, sehr zwiegespalten über dieses Buch, weil einerseits fand ich es spannend, ich fand die Annäherung von Jael und Xenia cool, obwohl ich sagen muss, ich finde das, was Jael und seine Gruppe da so macht, finde ich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde auch Crystal eine, ja, also was die Figuren angeht, ich finde halt gerade diese Gruppe, die halt für den Partem arbeiten, sehr, sehr schwierig, weil sie meiner Ansicht nach halt wirklich nach Maßstäben handeln, die ich nicht nachvollziehen kann. Und auch, worauf sie hinarbeiten, ist eine Sache, wo ich mir so denke, könnt ihr euch nicht denken oder vielleicht wenigstens drüber nachdenken, dass das vielleicht gelogen ist, ja, was ihr da erzählt bekommt, so. Ja, also, weil man weiß ja nichts über die Organisation. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Gruppe gar nichts über die Organisation, über diese Organisation weiß. Und Crystal finde ich meiner Ansicht nach sogar noch schlimmer, weil nämlich ganz, ganz oft fallen gelassen wird, dass sie schon Menschen umgebracht hat. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass sie hier trotzdem in irgendeiner Form als positiv dargestellt wird. Und trotz allem fand ich auch in irgendeiner Form die Beziehung, die sie mit Felix anfängt, total süß. Aber ich hatte halt immer im Hinterkopf, diese Organisation bringt Leute um. Die bringen einfach Menschen um. Und unsere Hauptfiguren, Jael und Crystal, die haben da gar nichts dagegen. Also man hat das Gefühl, dass die gar nichts dagegen haben. Ich meine, im Laufe des Buches wird öfter darüber gesprochen, wie das mit den Gefühlen bei diesen Menschen aussieht, die für das Partem arbeiten, aber ich finde es halt schon ganz, ganz, ganz krass, weil die natürlich mega die Antagonisten sind. Und ich bin halt einfach sehr gespannt, wie das im Laufe der Geschichte noch eine Rolle spielt, weil Xenia sich meiner Ansicht nach nicht lange darüber aufgeregt hat, was Jael so tut, sondern sehr, sehr schnell wieder auf seiner Seite war. Und ich bin halt gespannt, wie das bei Crystal und Felix der Fall ist. Und ja, es ist eine sehr, sehr zwiegespaltene Geschichte. Zwar spannend, liest sich sehr, sehr schnell. Andererseits eigentlich keine Info über das Partem oder den Partem selbst. Und die Antagonisten
sind für mich halt krasse Antagonisten. Ich konnte zu Jael und zu Crystal keinerlei Sympathien aufbauen. Und ich habe halt keine Ahnung, wenn wirklich Liebesbeziehungen zustande kommen sollten, was sich bei Crystal und bei Felix schon sehr deutlich andeutet, dann weiß ich gar nicht, ob ich damit so zufrieden wäre in Teil 2. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf Teil 2 und was denn da alles noch so auf uns zukommt. Bis dato weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob ich das Buch gut oder schlecht finde. Also es ist so ein Zwischending aus beidem irgendwie. Und ich warte jetzt einfach gespannt ab, was denn da noch so kommt. Weil ich glaube, bei diesem Buch kann ich wirklich erst nach dem Lesen der kompletten Reihe sagen, was ich dann im Endeffekt davon halte und was mein Fazit dazu ist. Ja, genau, das dazu. Solltet ihr es auch gelesen haben, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder ob es euch gefallen hat, ja oder nein. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!